Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Vor-Let's Play. Einfach ein Let's Play. Und bei mir ist der Dragonus Explorer. Nein, nicht spielen. Und wir werden ihn auf Explore machen. Was ist ein Explore? Ein Marode mit Explore? Was macht denn? Ja, ich sag's euch, was wir machen. Wir machen einen Explosiv-Arrow-Marauder, der richtig schnell wird und richtig stark. Also das wird richtig viel Spaß machen. So, ich muss da noch die Highlights anstellen. Und hier mal ein bisschen sicherer kämpfen. Sonst sterbe ich noch beim ersten Gegner. Oh, wenigstens ist der Desync weg. Vielleicht lag das an meinem Pad, dass ich immer so Desync-Probleme hatte. Vor allem möchte ich jetzt sollten eine Let's Show machen, bis endlich das neue Add-on rauskommt. Diesen Charakter schon mal machen. Und ihn auf MF machen, also so ein Explosiv-Marauder. Ist richtig stark. Und das nützen wir aus. Schaut mal. Ja, das ist gut. Und er ist sehr, sehr defensiv. Ich brauche einen defensiven Charakter, zum Magic Find Items zu tragen. Weil da verliert man sehr viele Defensivpunkte und so. Also. Dann machen wir mal einen. Und dann haben wir schon mal Items für das neue Addon. Ich hoffe einfach, die Items bringen noch was im Addon. Weil sehr viel geändert wird. Melee Physical Damage brauchen wir nicht. Wir gehen hier auf Accursed Armor und Ding. Ich muss kurz noch hier Ambient Sound ein bisschen runterstellen. So. Und Inputs. Muss ich kurz schauen, wo die Highlight Items da. Also, Notification da. Wo ist das? Hallo, Highlight Items oder so. Ist es nicht hier? Ui. Ah, hier. Always Highlight. Always Show Socket. K Pickup. Ja. Weil ich halt drücke, wenn ich die Items einsammle. Und sonst. Ja. Also machen wir das. Ich werde in diesem Let's Play ziemlich alles zeigen. Also das Farmen, wenn es jetzt wirklich das tausende Mal ein Dungeon ist, das den ich machen soll und es zu langweilig wird, dann werde ich das wegschneiden. Aber sonst, ja, zeige ich euch, wie man das Spiel am besten spielt. Weil es ist schon, es ist schon ein bisschen zäh manchmal das Spiel, also vor allem auf Marauder-Schwierigkeitsgrad, bis wir die Maps haben. Aber dafür kann dieser Charakter eigentlich jede Maps machen, der Maps machen. Es ist jetzt wirklich nicht etwas, was... es gibt keins, wo er nicht machen kann. So. Wir knacken alles. Jeden Gegner. Machen wir down. Ich finde, der Marauder sieht auch am coolsten aus irgendwie. Ich hoffe, es gibt dann auch wieder gute Builds für den Marauder im neuen Awakening Add-on. Und das wird schon richtig cool. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die noch so viel besser das Spiel machen können, wie sie es jetzt angekündigt haben. Also es lohnt sich, dieses Let's Play zu schauen oder es selber zu spielen. Vielleicht wollt ihr ja mit mir spielen, also ihr könnt mich gerne hinzufügen. Dazu macht das am besten bei Steam und ja. So, was noch in diesem Addon ist, es ist ein recht zähes Spiel. Ich werde mit den Items spielen, die ich schon habe. Ich habe nicht gute, also nicht ganz so gute Items. Wenn es jetzt zu leicht wird oder so, dann werde ich natürlich die Items auch nicht benutzen.
Aber ich hoffe einfach, es ist für euch okay, wenn ich wenigstens ein paar Items nehme, die, ja, die jetzt nicht zu allzu OP wären. What little help I can offer is yours. Zum Beispiel ein Mana Ring. Den möchte ich nehmen. Wir könnten hier ein Siegel nehmen noch. Ja, nehmen wir das noch. Und mal schauen. Diese Armor. Dann können wir schon mal ein bisschen schneller Ding durchrennen. So, genau den, das Amulett mit dem Life Regeneration. Sonst nervt nämlich das nur. Wo seid ihr? Hier. Also ich weiß nicht, Tabula Rasa werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Nein, ich nehme es nicht. Ich weiß nicht, hat das überhaupt kein Ding erhöhen? Skill Level oder was? Ich denke nicht. Komisch. Entweder hat man es oder hat man es nicht. Das ist leider unterschiedlich. Okay, das war fast ein bisschen zu stark, oder? Ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, das ist jetzt wirklich keine gute Schuh. Denn, genau, den Ring, der hat 5 zu Mana nach jedem Kill. Ja, den nehmen wir. Dafür den Helm nicht. So. Der Helm ist zu stark, sonst sind wir eigentlich schon zu OP. Dazu nehmen wir noch, wo ist es? Die Schuhe hier. Ja, die Schuhe. Der Helm holen wir dann irgendwo anders. Als Loot oder so. Ja. Und steigen dann um auf Bogen, aber noch nicht jetzt. Zuerst brauchen wir auch mal ein bisschen Dexterity. So. Ja, die Sachen brauche ich nicht. Weg. Still alive, are we? Still alive. Hier, die kann ich leider nicht zurück tun. Die sind auf Level 4 und 5, glaube ich, oder so. Aber ich werde keine Items kaufen und ich werde das Hideout am Anfang auch noch nicht ausbauen. Das werden wir nacheinander im Spezialfolgen oder so machen. Ich möchte gerne noch die Tränke. Was sind die Tränke? Ah, die gehen gar noch nicht. Die sind ab Level 4 hier. Ja, es reicht so. Also, dann machen wir weiter. Jetzt noch im Nahkampf mit Molten Strike. So. Und später dann mit dem Bogen. Ich habe jetzt extra nicht Static Strike genommen, weil das schon ein bisschen zu stark ist für den Anfang. Also ihr seht es, ich bin nicht stark. Ich habe jetzt extra die Items nicht genommen, die mich allzu stark machen. Und ja. Aber dafür muss man da nicht Items finden oder so, dass man weiterkommt. Für den Anfang, weil ja normal eigentlich auch nicht allzu schwer ist. Nutze ich jetzt mal die Items. So, es ist fast schon zu laut. Wieso ist es so laut? Wieso kann ich da nicht... So. Wieso kann ich nicht ja, ein bisschen besser den Balken, Ding, dass er mehr... das nicht so tief ist, meine ich. Warte. Weil sonst kann ich ihn gar nicht mehr runter machen, wenn es dann immer noch zu laut ist. Finde ich ein bisschen komisch. Dominus wanted me to die. So. Ich weiß nicht, ob ich das dann mache, dass ich dann im Awakening ganz von vorne anfangen werde. Alle Items, die jetzt wirklich ich auch nicht brauche, mal einfach auf die Seite tue und dann komplett neu anfangen. Wir schauen dann mal.
ist noch ein komisches Kill irgendwie, der Molten Strike. Er sieht schon lustig aus. Ich möchte gerne die kleine Map. Also ihr könnt vorstellen, wie ich jetzt dann, also wie der Charakter dann am später abgeht. So, Corner Map. Ihr könnt vorstellen, ihr geht zum Gegner. Ja, nicht so nah, aber so ungefähr. Und schießt die ganze Zeit mit den 5 Geschossen auf die Gegner. Die explodieren die ganze Zeit. Also, das ist blitzschnell. Wir haben eine extreme Bewegungsgeschwindigkeit dann. Das ist auch gut fürs Magic Fighten. Und extremen Angriffsgeschwindigkeit. Also, die Geschwindigkeit beim Angriff ist so extrem hoch, dass wir fast nicht sehen, wann die Explosionen kommen, weil die ganze Zeit irgendwas explodiert. Oh, hier wird gerade viel gekämpft, also sind viele Monster gerade. Diese Exilanten, die Bösen, der bösen Sorte. So, einen Iron Head will ich mitnehmen. So, jetzt habe ich wieder einen Kopf, Schutz. Ja, die werden wahrscheinlich schlechter sein. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich wechsle jetzt schon zum Bogen. Weil das ist jetzt gerade recht schwach. Weil ich keinen Melee-Damage habe. Also der Charakter wird am Anfang noch schwach sein, das werde ich sagen. Wir nehmen momentan keine Ding. So, den nehme ich jetzt. Diese Mission mache ich jetzt noch nicht. Wir sind zu schwach. Wir werden keine Damage Notes nehmen am Anfang. Später denn. Und deshalb wird er momentan noch schwach sein. Bis zur Level 20, dann geht er ab. So, wir gehen jetzt raus. Diese Mission werde ich nachher machen. Jetzt geht er ab gerade. Also wenn er schnell angreifen kann, dann geht er ab. So. Ja, hier oben bringt es nicht. Das ist alles Melee Damage, also Nahkampfschaden. Wir gehen hier runter. So. Der erste Melee, also der erste Marauder, den ich überhaupt mache, soweit. Ich hoffe einfach, dass ich nicht dann allzu gelangweilt werde oder so. Oh, hier ist so eine, ein besonderer Ding. Der hat viel Geld. Der hat viel Geld. Grinding Gear Games gegeben. Das ist, wer das bekommen habe. Ich werde optisch wahrscheinlich fast nichts nehmen. Also wenn wirklich ich das optisch nehme, dann ist es für euch, fürs Let's Play. Wenn irgendwas sehr oft gewünscht wird oder so, ja. Aber sonst nicht. So, wir nehmen hier noch. Ich werde jetzt mal den Helm hier nehmen. Nein, es ist wirklich wenig Damage momentan. Wir werden aber dann wieder weglegen, wenn wir allzu viel Damage machen. Ich möchte gerne ein Split-Shot oder so mitnehmen. Ich habe, glaube ich, keine Split-Shot gerade. Das ist gerade schlecht. Wild Burning Arrow können wir mitnehmen. Für die Bosse. Komm schon, Split Arrow. Irgendwo Split Arrow. Lightning Arrow. Ab Level 19, ne. Da, Baracke. Level 10. Also Baratsch, wie man das nennt. So, die Tränke bitte noch. Gut. Also wir haben keinen Split Arrow, das ist schlecht. Sp
Split Arrow. Wo ist dann der nächst niedrigste Split Arrow? Nirgends, keinen einzigen Split Arrow mehr. Ha, wir haben keinen einzigen zur Verfügung. Oh Gott. Ah, ist ein T. Vielleicht jetzt? Hier? Level 8! Pff, das ist zu hochlevelig. Hier? Level 7, Level 7, Level 7, Level 6! Was ist denn los? Level 10? Ich habe alle schon hochgelevelt. Das ist schlecht. Sau schlecht. Level 8. Level 6. Das wäre der niedrigste. Soll ich den runterdingen? Wir haben aber gar nicht so viele Soaring Orbs. Was soll ich machen? Ich werde jetzt mal kurz im Ding schauen. Ah, den kann ich gar nicht betreten. Ich muss im zweiten Akt sein. Ah, hier ist sie. Doch, hier ist sie. Aber die hat gar keinen. Okay, was sollen wir machen? Wir haben gar nichts für einen Kampf. Fiere Arrow. Burning Arrow, genau. Wollen wir einen Burning Arrow? Es war nicht so stark, aber ja, nehme ich. So, und Explosiv Arrow ist ab Level 19. Okay, was haben wir sonst noch? Mach ich mal nur Arrow. So, wir haben hier noch ein Rain of Arrow. Gut. Da ich Burning Arrow eigentlich nie benutzen werde, werde ich das mal so machen. Hier auch das Wal. Und jetzt greifen wir mit Ding an. Rain of Arrow. So. Ja, ist leider auch sehr schwach. Also, ich bin, wie ihr seht, recht schwach noch, aber ja. Wir halten das durch. Wir sind steinhart. Wir haben gute Defensive schon. So. Oh, One-Hit-Kill. So, Dele. Dann greifen wir mal mit Fall Arrow an. Boom! Habt ihr das gesehen? Krass. Nicht schlecht, also der Damage ist schon stark. Damage, Baby. Voll der Damage, Baby. Ja, ist gar nicht mal so schlimm. Jetzt, wo der hochgestuft wurde, ist er auch ein bisschen stärker, der Arrow Brain. Die nerven ein bisschen. Also das stufen wir jetzt noch nicht mehr hoch. Raus, Heavy Strike, Molten Strike. Die Sachen tun wir mal raus. Die auch. So. Und gehen kurz weiter hier rein. Ich glaube, wir haben alle drei. Da runter. Ah, oh, wenn so viele auf einmal kommen, die dich immer rumschubsen. Ist das nicht so gut, aber schaut, wie die Defensive, das ist beinhart schon. Marauder hat wirklich einen guten Start. Oder Marauder, Motor Marauder. Gut, das haben wir. Jetzt gehen wir noch kurz zum WP her und machen die anderen zwei Quests noch. Ja, es geht gut. Also hier haben wir schon das Waypoint. Wir müssen nicht mal einen Gegner besiegen.
So, holen uns die Belohnung ab. Die ist hier, ja. So. Können auswählen, okay. Rain of Arrows hat es. Decoy Toten, Bear Trap, Sweep, Glacial Hammer. Habe ich eigentlich alle schon recht? Ich nehme einen Sweep, oder? Ja. Die anderen Sachen kann ich verkaufen. Ist sonst nur immer in der Kiste drin. Nervt dann ein bisschen. So. Den Sweep nehme ich hier rein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele. Sweep. Nö, erst zwei, also. Ah, das ist schon 20. Gut, reinlegen. Be careful. Das verkaufen. Ja, Schrott. Die Game nehmen wir Schrott. Ich möchte nur kurz schauen, ob ein Arrow jetzt gibt, den ich nehmen kann. Was ich noch wollte, ist schauen, wegen diesem Ding, Quicksilver Flask. So. Was könnten wir sonst noch gebrauchen? Hier Level 5, okay. Bekommen wir auch noch ein bisschen Damage. Und, ja. So. Da müssen wir hin. Und jetzt zu dieser Insel. Also ihr seht, dass, das Spiel ist recht schnell. Ich werde es auch ein bisschen schneller spielen, nicht unbedingt jetzt so ganz etwas erklären oder so. Weil das Spiel, ja, soll ich sagen, ist halt ein Action-Rollenspiel und nicht irgendwie ein Konzentrationsspiel oder so, wo man langsam ist. Passe mich da ein bisschen an und ihr könnt ja sagen, ob es zu schnell ist oder zu langsam. Wir bräuchten ein bisschen Mana. Wie bekommt man ja als Marauder am besten Mana über? Okay, so. Also Rain of Arrow braucht schon recht viel Mana. Ja, Fire Arrow ist schon gut. Aber zu schlecht für einen guten Schuss. Weil er dann nur einen einzelnen Gegner trifft. Und auch nicht so stark ist gegen einzelne Angriff. Auch einen einzelnen Gegner. Eniten macht er. Burning Damage erhöhen. Ja. Und Feuer schauen. Gehen wir oben durch hier. Und. Leveln mal ein bisschen weiter. Beim Boss greife ich dann mit dem Wal Burning Arrow an. So, hier ist er. Ah, nicht so gut getroffen, schade. So. Ja, der wäre jetzt ein bisschen schwer gewesen. Aber ich bin ja so OP, leider schon. Ich werde wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt noch mehr OP werde, ein paar Items weg. Ich tue mal jetzt den Helm raus. So, dafür den rein. Dafür den Ding raus. Und den raus. Ja, das Amulett auch. So. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schwächer. Weil sonst bin ich zu OP. Macht auch keinen Spaß. Also jetzt noch keinen Spaß. Später müssen wir dann schauen. Also viel, viel Damage werde ich wahrscheinlich nicht machen. Mit dem Charakterbild. Aber schon so, dass man jetzt nicht kann sagen,
Ich mach null Schaden und es ist langweilig oder so. Weil es ist ein spezieller Bogen, den zeige ich nachher gleich noch kurz, bevor wir den Part beenden. Ja, es ist schon gut zu spielen, schon jetzt. Das mag ich. So. Holen wir mal die Belohnung ab, oder? Wird langsam Zeit. Hoho. Die Belohnung bekommt man für näher, okay. Aha, Medium Flasks. Mach ich mal Mana Flask, Medium Life Flask habe ich schon genug. Hier könnten wir. Sweep. Es ist alles das gleiche. Ground Slam, oder? Schau ich kurz mal. Ja, mehr auch wenig. Also, rein. Das identifizieren. Ja, reduziert am Auto recurred. Gerade das, was ich dringender bräuchte. 40 nur. Ja, destroy. Can I help? Was ist dein Ding? Augmentation Orb. Raus. So. Und zwar möchte ich kurz noch schauen wegen dem Ding. Der Bogen heißt Gwilrain. Und ist für so ein Bild recht gut. Da ihr seht, es minus. Minus 50 less Weapon Damage. Also 50% weniger Waffenschaden. Alleine nur Bogen. Der macht halb so Schaden. So viel Schaden wie ein normaler Bogen. Gleiche Sorten. Also Shortbow. Also kurzer Bogen. Dafür 100% erhöhter Attack Speed. Und 63% erhöhter. Pfeil, also Projektilgeschwindigkeit. So. Wir nehmen dieses Amulett, das ist schon recht wichtig für Bogenschützen. Und ja, sonst machen wir die Sachen wieder rein hier. Gut. Und ja, dann sehen wir uns im zweiten Part wieder. Und ich schau mal, wie ich das Bild flackern weg machen kann. Das ist, liegt an Fraps. Jetzt ist es wieder weg, jetzt ist es wieder da. Ich muss schauen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.